Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Replay Spellforce, Shadow of the Phoenix und dem Weg des Phönixwächters. Ja, in der letzten Folge haben wir die Wachfeste abgeschlossen. Außerdem sind wir hier dann im Dryadenhain gelandet, haben ein paar Gespräche mit der Dryade geführt und werden jetzt hier in der Folge, denke ich mal, so ein paar Nebenquests machen. Theoretisch müssten wir von der Dryade auch eine Schale erhalten haben. Eine Schale, mit der wir jetzt in der Stadt der Seelen diesen letzten Pfad zum Heiligen Ort freischalten können. Ich denke, wir gehen jetzt mal hier zu den steinernen Wächtern. Jo, sehr gut. Und werden hier dann, wie gesagt, die letzte Quest mit der Dryade abschließen. Beziehungsweise haben wir hier auch noch den Mechanoiden, den wir sammeln müssen für Serbio, damit wir den Irrfit bekommen. Wir werden jetzt hier erstmal unsere Runenhelden auch nochmal rufen. Die werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Da ist die Schale übrigens, Schale der Dryade. Mit der können wir jetzt dieses flüchtige Wasser hier schöpfen, um das Tor freizuschalten. Allerdings werden sich da ein paar Gegner noch offenbaren. Und hierfür benötigen wir eben unsere Runenhelden. Yummy. Ich muss da eben nochmal schauen. Gibt es da irgendeine Priesterin Virginie, Stufe 37? Ich bin nicht so überzeugt gewesen, ehrlich gesagt, von den Mentalisten. Von Ump jetzt auch nicht wirklich, aber wir nehmen erstmal den Mentalisten raus. Haben dann hier Priesterin Virginie. Was können wir denn mal geben? Kugel der Stimmen. Ist natürlich nicht schlecht. Oh, sie hat Eis-Elementarmagie. Das ist auch sehr gut. Ja, nehmen wir mal die Kugel der Stimmen. Erhöht ja auch die Zaubergeschwindigkeit, ist ja praktisch dadurch. Das Funkelschild klingt auch gut. Erhöht auch die Zaubergeschwindigkeit. Jetzt nur die Frage, was bekommt sie für eine Robe? Robe der Reichsmagier. Das klingt immer ein bisschen... Naja. Gar nicht verkehrt. Zeremonienmantel auch nicht schlecht. Sonnenrobe, Robe der Drachenbändiger. Nee. Kampfmagierhelm. Erhöht wieder die Zaubergeschwindigkeit. Da ist sie jetzt nur noch 122% Geschwindigkeit. Das ist natürlich sehr krass. Bliss, Drachenring... Drachenring, Shannas Heilung. Alle Heilsprüche haben 50% mehr Wirkung. Oho. Haben wir davon noch mehr Teile? Vielleicht ein Helm? Es ist ja wahrscheinlich ein Helm und nochmal eine Robe. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Ne, das kann an sich nicht sein. Okay, er hat ein Set. Ansonsten hat kein anderer ein Set. Na gut, dann fehlen diese Set-Teile noch. Wahrscheinlich bekommen wir sie später erst beim Kolosseum dazu. Oh, da ist übrigens unser Bergkristall-Golem. Allerdings können wir ihn sowieso, wie ich das gerade sehe, nicht mehr kontrollieren. Der hätte jetzt natürlich praktisch sein können, aber wenn wir ihn nicht mehr kontrollieren können, naja. Insofern können wir ihn auch da stehen lassen. So... Da kommen sie. Müde. Hierhin, dahin. So. Positionieren wir unsere Leute schon mal. Da haben wir die Priesterin. Eiswelle ist natürlich ein sehr starker Zauber. Aura der Heilung finde ich auch grundsätzlich sehr cool. Verstanden. Da kommt der Schütze. Zu Befehl. Und da müsste hier noch eine Kriegerin kommen, genau. Kämpferin Cyrene. Ja, dann hoffe ich, dass wir insgesamt genug Zeit haben. Zu euren Diensten. Verstanden. Um das hier zu einem anständigen Abschluss zu bringen. Die Schale der Dryade mit heiligem Wasser füllen. Sobald das Wasser den Brunnen verlässt, beginnt es in der unheiligen Stadt der Aura zu verdunsten. Ihr habt nun ein Gefäß, aber es verflüchtigt sich sehr schnell und ihr müsst euch beeilen. Dann machen wir das doch. Haltet sie auf, meine Recken. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Los! Lenkt die Schergen, die finsteren Schergen ab. Diese untoten Erbauer und Monster. Haltet durch! Ja, haltet durch, ganz wichtig. So, perfekt, bla bla bla. Heiliges Wasser. Nice. Sie sind überall! Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt. Haltet durch, Männer! So, jetzt werden wir mal eben für die Rune unsere Feinde verprügeln. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung. Los, Krieger Igor! Zur Ehre Arnius!
Sie sind überall! Man könnte jetzt noch den Stormschild nehmen hier. Aura des Zorns, Aura der Flinkheit finde ich ganz gut. Schlagt sie zurück! Nehmen wir das mal bei ihm an, dann treffen wir auch häufiger. Und häufiger treffen heißt mehr Schaden. Kämpft. Heißt mehr Schaden, heißt mehr Schaden, heißt mehr Schaden. Schließt die rein! So, jetzt haben wir hier noch die Dämonen, die letzten. Und dann haben wir die letzte heilige Stätte hier hoffentlich auch begrünt. Wir haben unseren grünen Daumen unter Beweis gestellt. Bereit. Ja, erledigt. Vorwärts. Kümmern wir uns jetzt noch um die Dämonen. Die sollten nicht besonders stark sein, wenn man sich mal die Levelstufen anschaut. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie umhaut. Es ist unfassbar, wie mächtig einfach diese Eiswelle ist. Was wünscht die Rune? Der große Dämon wird auch verprügelt. Die haben eine Eiswelle. Die Rune befiehlt. Auf meinem Befehl. Zurück mit euch. Und erledigt sofort. Sind sie. Perfekt. Gucken wir uns sofort die letzte Stätte an. Den Baumsamen der Dryade in die Mulde einpflanzen. Ihr habt diesen Ort gereinigt. Auf mein Zeichen. Ja, perfekt. Und damit dürften wir jetzt eigentlich die heiligen Stätten, genau, haben wir erledigt. Wir müssen nun der Dryade noch die frohe Kunde übermitteln. Allerdings können wir das auch ein anderes Mal machen. Als nächstes werden wir uns jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen weiter in der Stadt der Seelen umschauen. Haben wir jetzt eigentlich drei? Ne, wir haben noch zwei Zerbitentränen. Es fehlt immer noch eine. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir die finden. Vielleicht auch hier in der Stadt der Seelen. Passen würde es. Die halten ganz schön viel aus hier, diese untoten Erbauer. Ja. Ein kleiner Skandal, diese Hackfressen. Okay, perfekt. Als nächstes können wir dann, würde ich mal sagen, hier oben hingehen. Und den östlichen Teil der Stadt der Seelen hier aktivieren für uns. Den Runenschlüssel benutzen. Und offen ist das Ding. Auf mein Zeichen. Es sollte zumindest, ja, ich wollte gerade sagen, es sollte sich eigentlich auftun. Folgt mir. Vorwärts. Perfekt. Jetzt können wir hier noch ein paar Dinge erledigen. Unter anderem können wir mit dem Opfer reden. Und müssen hier dann später gegen den Traumdieb kämpfen. Zuerst können wir vielleicht mal diese ganzen Skelette-Diener und wie sie nicht alle heißen, entfernen. Die stören dann doch schon etwas. Ja, hier der Weg, den wir normalerweise hätten gehen können, wenn wir den anderen Golem aktiviert hätten. Das haben wir jetzt nicht getan, weil es auch einfach nicht notwendig war. Ich wollte mir da die andere Gegend lieber mal anschauen. So. Ich denke mal, ihr kommt mit denen alleine klar, würde ich mal sagen. Es würde mich wundern, wenn nicht. Wir reden jetzt mal mit dem Opfer. Denn hier wird eine neue Nebenquest aktiviert. Tötet mich. Bitte. Was? Warum? Der Traumdieb. Ich bin sein Opfer. Er frisst meine Gedanken, meine Gefühle. Es tut so weh. Bitte tötet mich. Macht dem ein Ende. Kann ich den Traumdieb erschlagen? Er nährt sich von meiner Kraft. Solange ich lebe, ist er stark. Ihr müsst mich töten, dann könnt ihr ihn besiegen. Bitte zögert nicht. Seine Gedanken sind so schrecklich kalt. Tut es. Schnell, bitte. Ihr seid mein einziger Ausweg. Lasst mich nicht noch mehr Jahre leiden. Okay. Ich frage mich, wie lange du schon in dieser, naja, Fetisch, in diesem Fetisch-Outfit stecken musst. Redet keinen Unsinn. Ich befreie euch. Ihr seid ein guter Mensch, aber dumm. Versteht ihr nicht? Meine Kraft nährt ihn. Das lasst meine Sorge sein. Ich löse eure Ketten. Da, er hat euch bemerkt. Jetzt werdet ihr gegen ihn kämpfen müssen. Nichts leichter als das. Er wartet in der Stadt auf euch. Seid vorsichtig. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut.
Und wie ich das weiß. So, und wo haben wir ihn? Bereit. Folgt mir. Mächtiger Traumdieb Stufe 45. Sollte alles machbar sein. Also zu einem früheren Zeitpunkt wäre das vermutlich unmöglich gewesen. Aber mittlerweile ist unsere Heldengruppe doch so stark, dass ich ja, mir hier gute Chancen ausrechne insgesamt. Auf meinem Befehl. Mir nach. Vorwärts. Dann greifen wir den Guten mal an. Schlagt sie zurück. Ja, komm, der ist keine Gefahr. Achtung. Schaden, habt ihr das gerade gesehen? Ja, der kommt nicht hinterher mit Heilen. Und erledigt. Auf mein Kommando. Wir bekommen die HDK-Puppe des Erzmagiers. Und der Quest, oder die Quest, sollte damit abgeschlossen sein. Können wir nochmal mit ihr reden? Ich bin frei. Der Traumdieb ist fort. Ihr habt ihn besiegt und ich lebe. Ja. Best Case. Nach all diesen Jahren, endlich kann ich nach Hause. Sollen die Schätze dieser elenden Stadt doch mit ihr verrotten. Wenn ihr weiter in die Stadt wollt, noch ein Hinweis. Der Gnomling ist nicht, als was er scheint. Ihr müsst den Wahren finden, um siegreich zu sein. Und jetzt nach Hause. Ich werde euch nie vergessen, Freund. Danke. Ja, bitte, bitte, gerne. Ich bin ja der Einzige, der in dieser Welt irgendwelche Probleme löst. Mittlerweile ist auch dieser Weg frei. Das heißt, wir können uns tiefer in die Stadt vordringen. Den brauchen wir noch unbedingt, weil wir den eintauschen können gegen den Irfit. Den Gnomling, auch interessant. Der sollte dann auch in den tieferen Gebieten der Stadt auftauchen. Folgt mir. Aber erstmal müssen wir diese Skelettviecher hier besiegen. Und dann werden wir hier in der Stadt außerdem noch das Hadeko-Spielfeld finden. Und was wir auch noch finden werden, auch noch sehr wichtig, ist ein NPC, einer der Wächter. Nämlich Hirin. Schenke uns günstigen Wind. Allerdings ist bei ihm die Dialogzeile verbuggt. Die kann man durch einen Befehl in der Konsole aktivieren. Beziehungsweise der Befehl in der Konsole aktiviert grundsätzlich alle seine Dialogoptionen. Da muss man dann gucken, dass man das Gespräch so führt, dass es Sinn ergibt. Erstmal aktivieren wir den Seelenfels. Das können wir auch einmal aktivieren, falls wir einen Nachschub besorgen müssen. Und jetzt schauen wir uns den mal hier an. Ihr entdeckt ein kleines Geschöpf, das ganz aus Metall zu bestehen scheint. Es gibt ein Ticken und Summen wie ein Uhrwerk von sich, steht allerdings völlig regungslos. Der viele Staub hat sich auf den Schultern des Geschöpfs angesammelt. Er scheint schon seit Generationen an diesem Fleck zu stehen. Das mechanische Geschöpf mitnehmen. Die Kreatur rührt sich kaum, als ihr sie ergreift. Sie dreht nur leicht den Kopf in eure Richtung, erstarrt dann aber wieder zur Leblosigkeit. Ihr verwahrt das Geschöpf in eurer Tasche. Wundersamer Mechanoid. Und wie gesagt, den können wir eintauschen für den Irfit. Mir nach. Den können wir damit befreien. Und los. Hier haben wir einen Gnomling. Und wenn wir den töten, ist es so, dass neue Gnomlinge erscheinen. Wir den also augenscheinlich nicht besiegen können. Es gibt hier allerdings eine Möglichkeit. Achtung! Dafür müssen wir ihn aber, glaube ich, erstmal ein paar Mal zerprügeln. Auf mein Zeichen! Stufe 38 ist der gute. Die Rune wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. So, das Opfer hat uns gesagt, wir müssen den Wahren finden. Und den finden wir auch. Zurück mit euch. Denn er unterscheidet sich von den anderen. Da ist er noch nicht, da ist er auch noch nicht. Hier auch nicht. Feindlicher Angriff. Schlachtruf. Schlagt sie zurück. Da ist er. Bereit. Der mit der Keule. Nein. Wenn wir den erledigen, müssten alle anderen auch sterben. Jo, perfekt. Auf mein Kommando. Wir bekommen die flüsternde Robe, Noahs Rache, alle Schadenszauber verursachen mit 25% doppelten Schaden, ziemlich mächtig. Aura des Windlaufs, Stufe 17. Und die Schädelmünze. Sofort. Oder eine der Schädelmünzen, die es in dem Spiel gibt. Ich glaube, insgesamt gibt es da 15 Sofort. Stück oder was. So, hier kämpft irgendwer. Aschetänzer. Wie ist denn der jetzt gespawnt? Was soll das denn? Ich glaube, es hackt. Hier ist das Hadeko-Spielfeld, by the way.
sind überall. Hier haben wir einen Erzdämon Stufe 50. Wenn man den besiegt, dann ist es allerdings so, dass hier wieder etwas Neues spawnt. Besiegen kann man den in dem Sinne also nicht. Sie sind überall. Oh, der Aschetänzer hat sich zurückgezogen. Naja, wir haben ja zum Glück hier unsere Aura, mit der diese Skelette ein leichtes für uns sind. Komm zu uns, komm. Schließ die rein. Für die Rune. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Ja, da ist er wieder. Bringen wir es zu Ende. Vorsicht. Und weg ist er wieder. Meine Güte nochmal. Zum Angriff. Prätorianer. Schließt die Reihen. Prätorianer aller Länder. Vereinigt euch. Schließt die Reihen. Oh. Vorsicht. Schlagt sie zurück. Ja, die Prätorianer auch wirklich das Einzige, was hier irgendwie gefährlich ist. Der Rest wirklich nicht erwähnenswert. Auch mein Zeichen. So, da ist der Aschetänzer wieder. Oh, ein letztes Mal verschwindet er noch. Oder? Vorwärts. Wo ist der Aschetänzer hin? Mir nach. Seriously, wo ist er hin? Folgt mir. Also, ich find's ein bisschen schade, dass das Spiel nach all den Jahren immer noch so verbuggt ist, weil der Aschetänzer ist jetzt offenbar weg, was ich ziemlich kacke finde. Sofort. Und wir haben ja schon mal einen Bug in der Stadt der Seelen gehabt. Und zwar ist der Gnomling, der diese Fluchmünze hatte. Den haben wir besiegt. Auf mein Zeichen. Aber uns wurde das nicht anerkannt, dass wir die Münze aufgesammelt haben. Und dadurch können wir diese Quest auch nicht weiterführen. Ich finde das schon ein bisschen schade, dass man ein Replay macht, in dem man ja möglichst alles irgendwie dann auch spielen will. Es aber nicht kann, weil das Spiel verbuggt ist. Das ist schon... Ja, es ist schon ein bisschen nervig. Und ich werde jetzt nicht nochmal alles spielen hier. Schließt die Reihen! Ja. Nur weil das Spiel doof ist. Haltet durch, Männer! Vielleicht haben wir dem Spiel auch zu viel Schaden gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schlagt sie zurück! Also ich kann jetzt gerade nicht ergründen, wo da das Problem liegt. Vielleicht kommt der Aschetänzer wieder, wenn wir die Map nochmal wieder... Wenn wir nochmal wieder neu herkommen. Ich habe keine Ahnung. Bereit. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. So, habt ihr es bald. Vorwärts. Sofort. Weitere alte Mumien, noch 4 Stück. Schnell, für die Freiheit. Schließt die Reihen. Vorsicht. Zeit zu starten. Haben wir nochmal Berserk hier. Da oben sehen wir noch eine Truhe und hier ganz oben müsste, glaube ich, irgendwo das letzte Banksiegel sein. Schließt die Reihen! Zu Befehl. Unverzüglich. Schickt sie zum Seelenfluss. Sie sind überall. Bereit. Und los. In die Schlacht. Verteidigt euch. Die Rune befiehlt. Na gut, da könnt ihr drei ja eigentlich schon mal gegen diese Mumie kämpfen. Vorsicht! Schlachtruf! Greift sie an! Achtung! Haltet durch, Männer! Die Mumien aber auf jeden Fall einer der krassesten Gegnertypen hier. Weil sie ja gegen so ziemlich alles irgendwie unfindlich sind. Was jetzt nicht mit Elementarmagie oder weißer Magie zu tun hat. Zu sterben! Feindlicher Angriff! Verteidigt euch! Ja, wir haben sie aber gut in den Griff gekriegt. Für die Freiheit! Und sind dabei noch fast eine Stufe aufgestiegen jetzt insgesamt. Sie sind überall! Auf mein Kommando! Feindlicher Angriff! Ja. Ja.
Schlagt sie zurück! Bereit. Perfekt erledigt. Mir nach! Ja, für den Seelenbrecher hier gilt übrigens dasselbe wie für den Erzdämon. Wenn man den tötet, dann respawnt er einfach wieder was Stärkeres. Schnell. Kämpft. Ich hätte die Aura mal... Ach, es geht. Moraine, Kettenzorn, Kugel des Pantheons. So, und hier oben der Weg müsste normalerweise zum Banksiegel führen. Ich werde jetzt mal übrigens eben die Aura ausschalten. Ja, sie ist aus. Perfekt. Bereit. Und los. So, was haben wir hier? Vorwärts. Theo, da haben wir die Leiche und da müsste das Banksiegel sein. Da haben wir es auch. Perfekt. Sofort. Schnell. So, und damit haben wir jetzt hier in der Stadt der Seelen auch fast alles gemacht, was ich machen wollte. Als nächstes gehen wir jetzt einmal hier hin, töten die, looten das, was in der Truhe ist und gehen dann einmal demnächst... Ach, da ist der Aschetänzer. Mein Gott. Dann ist es ja doch nicht so verbuggt, wie ich gedacht hatte. Allerdings hat er mittlerweile sein Leben wieder komplett voll. Bereit. Aber das sollten wir insgesamt hinkriegen. Vorwärts. So, gehen wir einmal hier hin, beschleunigen das Ganze ein wenig und nehmen wieder mit unserer Aura des Zorns Position ein. Wir haben hier vier Stück von den Viechern. Mesmer ist ja noch der stärkste hier. Sie sind überall. Mesmer macht Kaffee zum Genuss. Nein, ich glaube, das ging anders. Sie sind überall. Verteidigt euch. Haltet durch, Männer. Dann können sie ja mal ein bisschen verteidigt euch. Einfrieren. Verstärkt die Deckung. Wird sofort ausgeführt. Achtung! Irgendwie kann sie gerade gar nichts mehr machen. Sie hat aber auch keinen Mana mehr. Einer von denen frisst unser Mana weg. So, du pimmelst da hinten. Meinst du nur, weil du nicht mehr im Bildschirmausschnitt erscheinst, dass du hier faulenzen kannst? Geh doch zum Jobcenter! Ring der Wächter. Stufe 48. Sofort. Auf jeden Fall kein schlechtes Objekt. So. Schnell. Das haben wir auch erledigt. Perfekt. Dann können wir jetzt als nächstes einmal hier hingehen. Hier haben wir, wie gesagt, Hirin, den Boten. Bei ihm allerdings ja das Problem, dass da die Gesprächsoptionen soweit erstmal ausgeschaltet sind. Beziehungsweise zu einem Teil ausgeschaltet sind. Da kann man aber durch die Konsole, wie gesagt, Abhilfe schaffen. Ja, dafür drückt man einfach Steuerung Plus. Dann eröffnet sich das Ding hier. Und da werden wir gleich mal den Befehl eingeben. Wir werden aber vorher eine kurze Pause machen, weil ich den Befehl nämlich so im Kopf nicht habe. Müsste ich mir dann eben einmal kurz anzeigen lassen, aber das ist ja halb so wild. So, die sind relativ leicht zu besiegen. Allerdings kommt da offenbar für jeden toten Ghoul kommt hier ein Skelett irgendwie dazu. Ein bisschen merkwürdig. So, Aschetänzer. Für die Rune. Vielleicht sollte man sich um den lachenden Tod kümmern hier. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Dienstbarer Knochengeist. Zeit zu sterben! Sie sind überall! Für das Licht. Ja, er gibt sich viel Mühe dagegen anzuheilen, aber am Ende des Tages hat es ihn auch nicht gerettet. Der Aschetänzer ist besiegt. Seine Schreckensherrschaft ist vorbei. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Außerdem einen Stufenaufstieg. Verteidigt euch! Auf mein Perfekt. Jetzt haben wir hier noch Diener des Feuers, Robe der Former. Und der Aschetänzer hat wahrscheinlich auch etwas Nettes. Ja, Hexer Falk, Stufe 39. Ja, sofort. Das ist jetzt nicht so schlecht. Und wie gesagt, das nächste, was man hier jetzt noch machen könnte, wäre eben das Hadeko-Spiel. Beziehungsweise kommt das erst später. Das Tor ist zwar offen, aber ich will das jetzt noch nicht machen. Stattdessen werden wir uns jetzt erstmal um einige andere Nebenquests noch kümmern. Die vier Banksiegel zum Beispiel. Und werden dann, wenn wir das nächste Mal hier sind, mit Hirin nochmal reden. So.
Wo müssen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen als nächstes jetzt erstmal nach Empyrea zurück. Die Frage ist, wohin genau? Jetzt das Zirkusviertel brauchen wir. Du besitzt noch aktive Monumente. Alles kein Ding. So, was wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken müssen, ganz wichtig, ist, wo wollen wir mit unserem Charakter hin? Ein paar Stufen könnten wir theoretisch noch mit ihm gehen. Weiße Magie zum Beispiel könnten wir mit Sicherheit noch auf... Ja, ist die Frage, wie weit man das noch bringen kann oder ne, was man davon hat, wenn man jetzt die schwere Kriegskunst noch weiter hochschraubt. 15. Den Hirin-Stab wollen wir ja eigentlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, würde ich mal sagen, dass wir den behalten, oder? Welche andere Waffe könnte uns da noch ähnliches? Schwere Kriegskunst, große Klingenwaffen. Hm. Also ich sehe nichts, was jetzt gegen... Große Schlagwaffen, große Klingenwaffen. Sind wir jetzt bei 13, ne? Also man könnte noch bis 15 hoch, aber wie gesagt, warum sollte man das tun? Das ist so die eine Frage. Was können wir bei schwere Kriegskunst sonst noch erreichen, wenn wir jetzt beispielsweise hier mal hochgehen? Leichte, schwere Kriegskunst. Aber da haben wir auch nichts von. Aonies Macht. Schwere Rüstung. Nee, ich denke mal, am meisten haben wir davon, wenn wir einfach jetzt weiter auf weiße Magie gehen. Stärke, Ausdauer. Mhm. Ja, das Ding kommt noch am ehesten daran, an das Teil hier. Der Gardehelm ist wirklich wahnsinnig mächtig. Ein Wunder eigentlich, dass das so krass ist. Ring der Wächter. Sehr mächtiger Ring. Im Grunde wie die Gottesträne, nur stärker. So. Ja. Wir reden jetzt erstmal mit Zirkusherr Serbio. Ah, hereinspaziert, guter Freund. Ich habe diese mechanische Kreatur für euch. Tatsächlich? Was für ein kurioses Geschöpf. Was ist wohl... Schrauben. Ich glaube, er ist nur eine Puppe ohne Leben. Er scheint weder Futter noch Schlaf zu brauchen. Perfekt. Dann muss ja nicht einmal sein Käfig gereinigt werden. Wow. Jetzt lass den Irrfit frei. Ja, natürlich. Der ist schon ganz aufgeregt. Ich denke, er spürt, dass etwas vor sich geht. Er wird bestimmt hoch zum Dryadenhain laufen, so wie ich ihn kenne. Ja, wir auch. Können wir nochmal mit ihm reden? Ah! Nun, wie geht es eurem Zirkus unter der neuen Herrschaft? Ah, weil König Magnus Arias ja tot ist. Nun? Oder Kaiser. Wie geht es eurem Zirkus unter der neuen Herrschaft? Prächtig. Kaiserin Alia hat uns wieder den kaiserlichen Zirkussatz gezahlt. Die Ahnen mögen sie segnen. Jetzt werden wir den Zirkus wieder in neuer Pracht errichten. Ach, was rede ich? Noch schöner, noch prächtiger. Ihr werdet staunen. Und wisst ihr was? Ganz unter uns. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind, dann hole ich Uzakan zurück. Er war doch der Liebling der Massen, wisst ihr? Ach, schade, dass ich das nicht mehr miterleben kann. Ich muss weiter. Ja, ach, schade. Hab dich doch nicht so. Nun denn, viel Glück auf eurer Reise. Ich meine, klar, Welt retten und so ist auch wichtig, aber es geht doch nichts über einen Zirkusbesuch hier in Empyrea. Ja, tatsächlich ist sie hier oben, was ich sehr cool finde. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Palastwachen uns nicht mehr feindlich gesonnen sind, aber General Irmir vermutlich schon. Obwohl ich ihn jetzt nicht hier sehe. Aber die Quest müssen wir ja auch noch abschließen. Gladiatorentraining, da müssen wir jetzt mal wieder mit Uzakan reden. Wir müssten nun eigentlich auf der letzten Stufe angekommen sein, die wir machen können. Gesellentraining, Anfängertraining. Wobei, es müsste noch das Meister- und das Großmeistertraining kommen. Ich glaube, wir haben da schon was verpasst. Was gibt es? Ihr wart. Du bist bereit. In Ordnung. Triff mich in der Arena. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Und zwar absolviert das Großmeistertraining. Ja, kann ab Stufe 48 begonnen werden. Also wir haben jetzt, glaube ich, das Meistertraining einfach übersprungen.
Aber im Grunde ist das auch nicht weiter wild. Wir müssen gleich nochmal gucken, was unsere Staatsanleihen hier jetzt wert sind. Weiße Magie 94. Also 94 Weisheit brauchen wir noch. Ah, das wird knapp. Also so wirklich weit kommen wir hier nicht mehr. Aber Weiße Magie kriegen wir auf 18. Stufe 18 ist da schon mal viel wert. So, in die Arena rein. Und es wird gekämpft. Bereit? Ja. Jo. Berserk. Kämpft! Ja, wir machen schon ordentlich Schaden, würde ich mal sagen. 500! Achtung! Gut, gut. Gut, gut für heute. Ich hoffe, er stirbt nicht an den Dots. Das wäre traurig. Nein! Um Gottes Willen! Genug, genug! Heute hättet ihr mich beinahe gehabt. Bei der Asche meiner Ahnen. Ihr würdet mittlerweile jeder Rinaxus regieren mit eurer Kunst. Ihr habt mich gut gelehrt. Ich bin nur ein alter Narr, der euch ein wenig auf den rechten Weg geholfen hat. Ihr habt euch selbst zur tödlichen Waffe gespielt. Danke. Ich bin stolz auf euch. Danke, danke. Gerne. Danke für alles, Uzakan. Lebt wohl. Lebt wohl. Mein Rücken. Jetzt eine Massage und ein guter Brand. Mehr Branntwein aus meiner Heimat. Es wäre so cool, wenn man ihm den Branntwein noch geben könnte. Oder wenn man ihm erzählen könnte, was Serbio gesagt hat. Das wären so die letzten... Ja, die letzten 10%. Oder die letzten 5% für diese Charaktergeschichten. Um die zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Ja, man kann aber nichts weiter sagen. Ja, damit haben wir Gladiatorentraining auch abgeschlossen. Wie gesagt... Schutzgeld können wir leider nicht abschließen. Ich habe die Fluchmünze. Aber ich komme hier halt einfach leider nicht weiter. Das ärgert mich ein bisschen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich möglichst alles gemacht haben hier. Das kann ich jetzt leider nicht. Ja, und wir werden jetzt als nächstes nochmal hier in die Bank gehen. Und hier überall die Siegel einsetzen. Ein Siegel einsetzen. Ein mechanisches Klicken ertönt. Und dann können wir, wie gesagt, hier schön reingehen und die Bank ausrauben. Ja, auch wenn die Mitarbeiter Schicht haben, auch dann geht das. Wobei ich mit Sabia gleich mal reden muss. Wie gesagt, mich interessiert schon, wie viel wert unser Schatzbrief jetzt ist. So, der Alarm müsste nun ausgeschaltet sein. So, Sabia. Ah. Wie viel ist... Euer Schatzbrief ist... Ich werde ihn noch behalten. Ich werde... Was? Schatzbrief, um einen Schatzbrief zu erwerben, der Zinssatz steigt... Ich glaube, am Ende kriegt man 9000 war das doch, ne? Man alles richtig gemacht hat. So, wir werden jetzt einmal speichern. Empyrea 3 gibt es schon. Empyrea 10 gibt es aber noch nicht. Ha. So, und jetzt werden wir mal hier was machen. Der Alarm ist ausgeschaltet, den Hebel umlegen. Der Alarm bleibt stumm. So, und dann noch die andere Seite. Und... Der Weg sollte frei sein. Perfekt. Und schon können wir uns hier umsehen. Was haben wir denn hier? Blutband. Götterbann. Wir haben den Hunderttöter. Und Noors Mantel. Wie wir wissen, ein durchaus mächtiger Panzer, den wir leider nicht tragen können werden. Steintafel des Arne. Steintafel des Libi. Steintafel des Holger und des Steffen. Die sind benannt nach Entwicklern des Spiels. Was ich auch ganz cool finde irgendwie. Sido, Jochen, Markus, Michael. Ich weiß allerdings nicht, ob man die irgendwo auslesen kann. Beinlinge der Zeitläufer. Und Götterbann und Erzpriesterstab. Also durchaus nette Sachen. Aber jetzt nichts, was mich so komplett aus den Socken haut. So, das haben wir auch erledigt.